Plan ist, erwarten wir dich hier vorne. Und alle, die sich nach vorne gesetzt haben, werden bevorzugt drangenommen. So. Ja, der Doppelgong hat geläutet. Das heißt, wir kommen jetzt zu unserer letzten Podiumsdiskussion. Nicht die letzte Session hier im Raum, aber die letzte Podiumsdiskussion, die wir haben. Die vierte. Und zwar mit dem Titel Wirtschaftsfaktor Transparenz. Neue Geschäfte und Geschäftsmodelle durch Transparenz. Transparenz, haben wir heute schon viel drüber diskutiert, ist ja zu einer Art neuem Buzzword geworden, nicht nur im politischen Bereich, sondern auch im unternehmerischen. Das heißt, viele Unternehmen in Deutschland entdecken das Thema zunehmend für sich und versuchen vor allem über Social Media neue Wege in der Unternehmenskommunikation und im Kundenmanagement zu gehen. Auch die Bereitschaft, Produktions- und Innovationsprozesse zu öffnen, scheint zu steigen und das Thema Open Innovation wird heute erfolgreich zum Beispiel von Unternehmen wie Chibu, Lego und anderen angewendet. Wir wollen uns in der nächsten Stunde genau darüber unterhalten, aber auch die Frage stellen, wie viel davon ist eigentlich Imageaufpolierung und wie viel davon ist auch unternehmerischer Kulturwandel. Und welche Rolle spielen eigentlich die Kunden bei diesem ganzen Thema? Ich freue mich sehr, zwei Panelisten zu diesem Thema zu begrüßen. Zu meiner Linken, Jens Best, Politikberater und Politikwissenschaftler. Jens arbeitet als Freelancer mit verschiedenen Unternehmen, NGOs und Instituten zusammen, zum Beispiel unter anderem mit ICOSOM, dem Institut für Kommunikation in sozialen Medien. Er lehrt auch an verschiedenen Universitäten und zwar im Bereich Medienwissenschaften, Journalismus und politische Theorie. Jens ist Netzaktivist und wirkt hier schwerpunktmäßig in den Bereichen Open Government, Open Data, Digital Public Sphere und der Förderung der digitalen Zivilgesellschaft. Außerdem ist er Fellow des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Herzlich willkommen, Jens. Zu meiner Rechten begrüße ich Ulf Schmidt, derzeit noch leitender Geschäftsführer der Agentur Torben Lucy und die Gelbe Gefahr, aber auch freiberuflich tätig für verschiedene Agenturen und Unternehmen in Berlin. Er ist nicht nur Expert im Bereich Marketing und Kreativ, Wirtschaft, wenn man das so sagen darf, sondern schreibt auch nebenher Theaterstücke und bloggt auf www.postdramatica.de über Arbeit und Medien, gesellschaftliches, politisches, postdramatisches und Theater. Ulf studierte Theater, Film und Medienwissenschaften, Philosophie und Germanistik in München, Paris und Frankfurt am Main und arbeitete im Rettungsdienst der Stadt Frankfurt und probierte über Platoon. So ein paar Spaßfaktoren müssen ja auch immer... Was hast du? Nicht über Platoon. Ach, das war ein... Ach, schade. Das hätte ich gar nicht erwähnt. Ich dachte, mit den ganzen Theater- und Filmwissenschaften ist der schönste Tippfehler in einer Bio, die mir bisher untergekommen ist, muss ich sagen. Ich glaube, den merke ich mir. Ja, eine Runde Applaus bitte für meine Kenntnisse. Okay, Ulf, ich möchte gerne bei dir anfangen. Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr, ihr habt eine Reihe von großen Kunden. Und ich würde gerne wissen, bei welchen Kunden ist dieses Thema eigentlich angekommen? Gibt es welche, die zu dir kommen und sagen, wir möchten transparenter werden? Helfen Sie uns? Also das Stichwort Transparenz ist da natürlich so ein bisschen irreführend und schwierig, weil Transparenz, so wie ich es auf den Panels heute Morgen erlebt habe, ist eigentlich eine Informationstransparenz. Also wir wollen mehr Informationen nach außen geben. In dem Sinne funktioniert es, glaube ich, in Social Media nicht eins zu eins, sondern das ist eher eine kommunikative Form von Transparenz. Das heißt, dass Unternehmen, die es bisher gewohnt gewesen sind, alles, was Außenkommunikation ist, entweder eine Werbeagentur oder ein Callcenter auszulagern, sich jetzt entscheiden zu sagen, naja, da gibt's irgendwie dieses sogenannte Social Media, oder noch besser, wir haben gehört, es gibt Facebook. Ich wollte meine Agentur gründen, was auf Facebook.de, weil die Leute mit dem Stichwort immer zu uns kommen, wir wollen was auf Facebook. Und da geht's gar nicht so wahnsinnig viel darum, tatsächlich im engeren Feld von Transparenz Informationen bereitzustellen und sichtbar zu machen, sondern es geht natürlich darum, in eine Form von Dialog einzutreten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also auch. Ja. Und hast du das Gefühl, dass da tatsächlich eine Dialogbereitschaft da ist oder ist es eher dieser Zwang so, oh, da machen auch alle anderen was, jetzt müssen wir da auch was machen? Also ich war vorher bei einer klassischen Werbeagentur Ogilvy in Frankfurt, da sind die Kunden tatsächlich hingekommen und haben gesagt, wir wollen was auf Facebook machen, aber sie machen das, wir wollen damit nichts zu tun haben. Sie können das doch mal erledigen für uns und zumindest sehr viele Kunden und es waren sehr harte Bretter zu bohren, ihnen klarzumachen, muss ich da irgendwie auch selber beteiligen und Menschen wollen auch was fragen und eine Antwort haben, die relevant ist und die kann nicht unbedingt ein Freelancer oder eine studentische Hilfskraft beantworten. Bei TGG ist das Schöne, weil TGG als Social Media Agentur
eigentlich auftritt, beziehungsweise weil man nur zu TGG kommt, wenn man sich um Social Media kümmert, dass die Leute schon ein gewisses Vorverständnis davon haben, dass es für sie heißt, sie müssen in irgendeiner Form mitmachen. Das hat dann unterschiedliche Level wiederum, also machen bei TGG durchaus auch für Facebook-Pages das Community Management. Das aber dann eben zusammen mit den Unternehmen. Das heißt, wir sind so ein Stück vorgelagerte Kommunikationsabteilung. Die Unternehmen merken dann aber, selbst wenn sie nur das haben wollen, dass sie sich plötzlich daran beteiligen müssen, dass ihre lustigen Silos und unterschiedlichen Abteilungen, die von ihrer gegenseitigen Existenz in den letzten 20 Jahren nichts gewusst haben, plötzlich anfangen müssen, miteinander zu reden. Dass also eine PR-Abteilung plötzlich mit der Produktabteilung reden muss. Dass die Serviceabteilung mit involviert werden muss. Dass wenn man tatsächlich Ladengeschäfte hat, man eventuell auch die Ladengeschäfte mit anbinden muss und so weiter und so fort. Und da entwickelt sich dann so eine Form von mählicher oder schneller Bewegung hin zu mehr Involvement, während es dann auch andere Kunden gibt, wie bei TGG natürlich die Lufthansa, die vor einem guten Jahr gewonnen wurde, die einfach ganz klar mit dem Auftrag gekommen ist, wir wollen mit TGG zusammen eine globale Strategie entwickeln, und sowohl Plattformen aufsetzen und betreuen über die Abteilungsgrenzen hinweg, als auch diese sogenannten neuen Medien dafür nutzen, unseren Service besser zu gestalten, näher an den Kunden heranzubringen. Also das ist eine sehr weite Range von Möglichkeiten. Aber es fokussiert sich sehr stark auf diese Nutzung kommerzieller Social-Media-Kanäle, vor allem Facebook, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist auch meine Erfahrung so, nach so im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern auf der Welt, so diese Bereitschaft eben aus dem Unternehmen wirklich heraus zu bloggen oder Corporate-Twitter-Accounts, also dieses gerade wirklich persönlich aus dem Unternehmen, ist ja immer noch vielleicht bis auf ein paar Start-ups, so mein Eindruck nach, in Deutschland sehr zurückhaltend. Siehst du da, dass sich langsam was bewegt oder eher nicht? Also wir gehen schon in die Beratung rein und sagen Menschen, man kann mit Facebook gut anfangen, aber sich auf Facebook mit beiden Beinen zu stellen, ist definitiv die falsche Strategie. Wir sehen da langsame Bewegung bei unterschiedlichen Kunden. Lufthansa, wie gesagt, ist durchaus auf mehreren Plattformen aktiv. Nun muss man halt auch sagen, viele Unternehmen kommen natürlich zum Thema Social Media, weil irgendjemand aus dem Vorstand gesagt hat, mein Konkurrenzunternehmen hat gerade 100.000 Fans auf Facebook. Ich will jetzt auch 100.000 Fans auf Facebook haben. Also es ist noch immer oftmals der Treiber schlechthin und deswegen fängt man dann notgedrungen an mit Facebook und das, was sich das Unternehmen dann eingekauft hat an kommunikativer Beteiligung und Öffnung nach außen hin, das zeigt sich dann in den nächsten Wochen. Werben und Verkaufen, ich glaube, es war jetzt schon letztes Jahr irgendwie im November, hat getitelt, die Social Media Party ist vorbei. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, mitnichten eigentlich der Fall, sondern wir sind noch mittendrin herauszufinden, in welche Richtung sie weitergeht. Ich hoffe, dass die Party vorbei ist. Also dieser extreme Hype ist weder hilfreich für die Unternehmen noch für die Kommunikation noch für die ganzen Menschen da draußen, weil es sich einfach in eine Richtung bewegt von Spam. Wir müssen was tun, wir hauen unsere Kommunikation da raus, es muss ja unbedingt sein. Und wenn da der Gartner-Hype-Cycle sich jetzt langsam nach unten nähert und nur noch die Unternehmen da bleiben, die wirklich sagen, wir wollen das ernsthaft machen. Social-Media-Ausnüchterungsphase, sagen wir. Ausnüchterungsphase, genau. Okay, wie ist es denn jetzt, wo fangen wir an, die Grenze zwischen Marketing und Transparenz zu ziehen? Also zum Beispiel Deutsche Bahn twittert, hochgepriesen, zeigt sich offen, macht Kundenservice in einer nachvollziehbaren, nachlesbaren Art und Weise. Werden da tatsächliche Schritte von Unternehmensseite in Richtung Transparenz gemacht oder wo bleibt es immer noch aus deiner Sicht Marketing, Jens? Naja, erstmal im Marketing ist natürlich jetzt erstmal ein interessantes Zeichen gewesen, dass es ausgerechnet im Marketing auch losging mit diesem Social Media. Also Social Media war ja auch erstmal so ein Begriff, den hat man erstmal gewählt. Das macht man ja auch gerne, so Begriffe, die sehr offen sind, weil da können sich sehr viele Leute erstmal darauf einigen, dass sie meinen, über das Gleiche zu reden, obwohl sie alle was anderes denken. Insofern war Social Media als ein Begriff, der auch erstmal was einen Findungsprozess beschreibt, gar nicht schlecht gewählt, glaube ich, weil dadurch konnte man in der großen Bandbreite, in der großen pluralistischen Form über die letzten Jahre das Internet in die Unternehmen reinbringen. Und musste nicht die ganze Zeit sagen Internet, weil das war ja in den 90ern schon, da hat man ja schon ein paar Sachen gemacht in den 90ern, die haben ja teilweise nicht funktioniert, so Wissensmanagement-Versuche oder sowas. Und da war dann der ein oder andere Geschäftsführer, der jetzt nicht so sehr affin war, vielleicht ein bisschen gebrandmarkt. Insofern war es, glaube ich, ganz gut, dass dieser Begriff Social Media, der betont hat einfach, dass es jetzt eine
eine neue, dass man über dieses Internet, was früher so ein Informationsding war, dass man damit jetzt agieren kann, dass da ein Dialog aufgemacht wird, mehr Kanal und so weiter. Das waren alles Begriffe und die sind natürlich klassisch im Marketing angesiedelt gewesen und deswegen haben sich natürlich dann die Marketingleute darauf gestürzt, weil Marketingleute müssen sich ja auch alle 2-3 Jahre neu erfinden, damit sie irgendwie weiterhin ihre Existenz überhaupt berechtigen können. Weil es ist die Erweiterung von Vertrieb halt, ne? Und insofern ist es natürlich jetzt klar, dass dann so Zeitungen wie Horizont oder W&V dann auch das Ende von Social Media ausrufen, weil es braucht jetzt wieder was Neues. Und wenn ich einen Vorschlag machen darf, ich würde es Open Media nennen. Können wir auch dasselbe machen wie vorher mit und ist gut. Aber es hat ja auch was erreicht. Das war ja das Gute daran. Es ist ja nicht irgendwie nur eine Kampagne gewesen, um irgendwas zu verkaufen, was nichts bringt. Sondern es war ja tatsächlich so, dass im Kleinen wie im Großen, oftmals über die Marketing-Schiene, sich in der Außenkommunikation und der Innenkommunikation in Unternehmen etwas geändert hat. Und dass das dann, dass plötzlich alle so überrascht waren darüber und dass man diese Erfahrung erstmal verarbeitet hat. Ob das jetzt Unternehmen mit 15.000, 20.000, 30.000 Mitarbeiter weltweit ist, die mal voneinander lernen, was sie eigentlich machen. Man setzt es ja immer so voraus, gerade auch Führungsabteilungen setzen ja immer voraus, dass alle dasselbe wissen, was man selbst. Da gab es ja angefangen bei der IBM, bei dem Ideastorm, ich glaube, das war sogar schon 2003 oder 2004, bis hin zu internen YouTube-Kanälen von großen Konzernen, wo man sich gegenseitig mal erzählt hat, wie es denn in anderen Ländern läuft, wie in anderen Abteilungen läuft. Ganz verschiedene Prozesse. Aber mein Schlusssatz an der Stelle sollte vielleicht sein, dass ein Unternehmen Transparenz als Wagnis immer auch nur eingehen kann in einem Rahmen, der gesellschaftlich auch mit vorbereitet wird. Also ganz wenige Unternehmen machen es einfach und wagen es einfach. Viele davon scheitern dann auch. Und ich habe das oft erlebt, dass Unternehmen intern, ja, wenn man sagt, ja, wenn die Leute nicht vorbereitet sind auf diese Offenheit, wenn die es zu Hause nicht machen, die letzten 20 Jahre, was Hänse nicht lernt, lernt Hans auch im Betrieb nimmer mehr. Und das war so ein bisschen, dass hier die Unternehmen, das finde ich ganz schön, dass das jetzt nach außen geht, also dass wir jetzt als Gesellschaft auch von mehr Transparenz reden, auch wenn wir da noch nicht wissen, was wir wollen. Bitte fühlen Sie sich alle eingeladen und aufgefordert, sich mit in die Diskussion einzubringen. Ich weiß, es ist Nachmittag und wir hatten alle gerade Kuchen, aber das soll nicht heißen, dass Sie nicht mitreden können. Es ist ja auch, super, gleich zwei Handmeldungen, vielleicht zuerst die Dame nieder. Es ist ja auch so, dass nicht, warum machen Unternehmen Social Media Marketing, wenn man so ein bisschen der Mythologie folgt, dann ist das ja auch sehr stark von Kundenseite vorangetrieben worden. Also klassisches Beispiel Dell, wenn der Shitstorm da ist, dann muss man ihm erstmal begegnen und erst danach ist man vielleicht draufgekommen, dass man nicht nur Aktionär, sondern auch selbst vorausgehen kann. Bitte schön. Sora Marie Bauer, Mobile Art. Ich bin unter anderem auch im Bereich der strategischen Beratung tätig und ich wundere mich immer, wie unstrategisch und unsystematisch man mit dem Begriff Transparenz umgeht. Das ist für die meisten Leute nur was, was in der Luft liegt, was man irgendwie fühlt und dann versucht man sich so ganz unscharf drum herum zu gruppieren. Aber es ist ein glasklar definierbarer Begriff im System der Informationsgesellschaft. Und ich bin immer wieder erstaunt. Und was Sie sagten, Herr Schmidt, die Social Media Party ist vorbei. Das ist so ein typisches Zeichen dafür, weil solche Dinge, also Sie sagten ja, Sie halten den Hype nicht für gut oder nicht für hilfreich, aber ich schon, weil solche Hypes, und Jens Bess hat es zumindest angedeutet, solche Hypes schaffen Akzeptanz für was Neues. Bei YouTube war so, kann ich mich erinnern, da haben alle Leute, 99% meiner Freunde, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Hilfe, die Kultur des Bildes versinkt im Chaos, weil da halt Leute die Kamera aus irgendwas gemacht haben und Kamera an und ausgemacht haben. Aber das sind ja alles Akzeptanz. Jetzt kann man quasi von jedem User erwarten, dass er mit einer Kamera umgehen kann. Und auch in dem Fall, also auch bei Facebook, auch wenn die Leute nur sagen, ich möchte irgendwas mit Facebook machen, machen Sie es am besten. Es schafft zumindest Akzeptanz. Mein Problem ist nur, warum dauert das so lange? Warum bewegen wir uns auf dem Level, auf dem wir uns vor 10 Jahren hätten bewegen sollen? Warum sind wir so unsystematisch und ordnen das nicht ein? Weil Transparenz ist ein Parameter des Web 3.0 und es ist ein Parameter, um den kommen wir nicht herum. Und warum begreifen wir das nicht und warum brauchen wir so lange? Kurze Reaktion auf die Wortmeldung und dann gleich das Mikrofon hier in den Herrn vorne, bitte. Dankeschön. Nee, den in der zweiten Reihe.
Also Leidenschaft ist natürlich immer gut, aber wir hatten ja das auch in der Eingangsstätte, Transparenz ist ja nicht nur irgendwie etwas, was mit Informationen, die jetzt halt einfach rumliegt, sondern auch die soziale Fähigkeit, sowohl individuell als auch Gesellschaft, mit der Transparenz umzugehen. Insofern ist das für mich ein Lernprozess auf unheimlich vielen Ebenen. Den können Unternehmen nach innen leisten, das müssen sie aber wollen. Und wagen wollen, muss man dazu auch sagen. Aber natürlich ist es auch so, dass eine Gesellschaft, die in der man in der Schule nicht lernt, was Transparenz bedeuten kann, ich halte den Begriff nicht so für glasklar definiert, ich halte, das ist ein evolutionärer Begriff für mich, dann ist es immer schwierig, wenn man dann in der Firma dann irgendwie plötzlich der einzige Ort sein soll, wo man plötzlich gefragt wird, was man denn toll findet und wie man innovativer sein könnte. Wenn die ganze restliche Teil der Gesellschaft, wenn man irgendwie unterwegs ist, dann hat man den Mund zu halten. Ich mach's jetzt mal sehr salopp. Ja, das heißt, ja, ich fand es gut, also das ist da, aber ich glaube, das hast du auch gar nicht so sagen wollen, ne? Genau, ich meinte, mit dem Ende der Party meinte ich genau diesen hektischen Aktivismus von, wir brauchen in einem Vierteljahr 100.000 Fans auf Facebook, egal wo wir her, wer sie kriegen, und zur Not gehen wir und kaufen sie uns auf fanslife.com, dann haben wir die 100.000 Fans, juhu, wir feiern und die Party kracht. Und 3 Wochen später steht's Controlling da und fragt, passt mal auf, ihr habt jetzt 30.000 Euro für 100.000 Fans ausgegeben, was bringt mir das eigentlich? Und dann ist der Katzenjammer im Unternehmen groß, das meinte ich mit der Party, die hoffentlich vorbei ist. Also wenn Sie aus einer Strategieberatung kommen, mein Ansatz, unser Ansatz ist zu sagen, lasst uns tatsächlich definieren, warum wir das machen wollen, was wir da tun können und vor allen Dingen das Allerwichtigste, was wollen denn überhaupt die Leute von uns wissen? Also sich darauf vorzubereiten, tatsächlich eine Transparenz herstellen zu können, die wirklich von Interesse ist. Der andere Punkt auch nochmal, warum dauert das so verdammt lange? Man darf nicht unterschätzen, wie groß die Angst in den Unternehmen ist. Und damit meine ich nicht die strukturelle Angst, sondern tatsächlich die persönliche Angst derjenigen, die ab dem ersten, was weiß ich was, im Monat plötzlich auf Facebook die Stimme des Unternehmens sein müssen. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren bei Ogilvy ein Stück weit mitgemacht bei dem berühmt-berüchtigten Chefticket. Da ist die Bahn gerade durch alle Kanäle geheizt worden wegen Stuttgart 21. Genau zu dem Zeitpunkt launchte diese Facebook-Seite. Und es sitzt ein Moderator da und darf sich jetzt darauf einrichten. Ein Moderator sitzt dann da oder 2 oder 3 und darf sich jetzt darauf einrichten, die gesamte Macht der Welt auf sich einstürzen zu lassen, was denn da jetzt in Stuttgart gerade passiert, während die Bahn doch eigentlich nur ein paar Tickets verkaufen wollte. So, das darf man nicht unterschätzen, das ist jetzt ein Extremfall, aber das geht in ganz, ganz vielen Unternehmen so, dass man früher doch wunderbar ein Briefing schreiben konnte, das hat man eine Marke in der Werbeagentur gegeben, die hat einen Film gemacht, der Film ist an die Media gegeben worden, die Media hat es ins Fernsehen gestellt, man konnte sich in die Büsche schlagen und hatte nichts mit Reaktionen zu tun, gab vielleicht ein paar Briefe, die konnte man in Mülleimer schmeißen, das Callcenter hat ein paar Anrufe professionell abgewimmelt, aber das war's und jetzt plötzlich muss man, also wenn man sagt, Facebook ist eine große Party am FKK-Strand, dann muss man sich halt selber ausziehen, um da mitzufeiern. Und das ist halt peinlich und unangenehm. Und deswegen dauert das so lange. Schöne Analogie. Bitteschön. Ja, also ich kann mich nur bedanken für die bisherigen Beiträge. Ich habe mich sehr, sehr wiedergefunden, weil in unserer Firma ist genau dieses eingetreten. Wir haben eine kleine Community gebildet, die sich auf Facebook tummeln soll. Das Wissen darüber, wie, das ist rudimentär vorhanden, bei mir eigentlich gar nicht. Ich kenne wohl diese Plattformen, weiß wohl, was dort geschrieben war und frage mich jedes Mal, möchtest du hier mitmachen? Nee, eigentlich, die brauchen deinen Kommentar hier nicht. Das führt mich zu meiner Frage. Gibt es verlässliche, statistische oder aus Ihrem eigenen Erleben nachweisbare Erfolgsmodelle, wo man tatsächlich auch den Mitarbeitern in Firmen dann Handwerkszeug in die Hand gegeben haben, verhaltet euch so. Gibt's da schon Ergebnisse oder ist man da noch am Anfang und man muss erst noch 1-2 Jahre warten, bis dann erst die ersten verlässlichen Ergebnisse irgendeines Erfolges? Und dann die zweite Frage, 1a, wo stellt der sich ein und wie misst man den? Also es gab sicherlich schon, also es geht ja darum, dass man in Firmen von der Hierarchie zum Netzwerk kommt, also auch was den Informations- und Wissensfluss angeht. Es geht sicherlich nicht darum, also eins hat das Internet ja nicht geändert, dass der Tag 24 Stunden hat und dass sobald man irgendwie eine Firma hat, wo irgendwie ein paar mehr als 3 Leute arbeiten, ist halt eben der Informationsfluss per se so, dass der eine das weiß, der andere das. Und
Also insofern bin ich mir auch sicher, dass der eine Arbeiter nicht unbedingt alles wissen will, was der andere weiß und was das Management weiß und so. Das ist nochmal, da kann man, das sind andere Stufen dann jetzt. Aber IBM zum Beispiel hat es ja so, dass man dort ins Netzwerk reingehen kann und dann nach Informationen suchen kann. Also sprich, wenn ich als Außendienstmitarbeiter irgendwo bin, habe ein konkretes Problem beim Großkunden irgendwie, es geht um irgendeine Anbindung, dann gucke ich einfach nach den Stichworten und dann finde ich im Netzwerk aufgrund der eigenen Verschlagwortung, als auch aufgrund der Verschlagwortung von Dritten und auch natürlich, was Leute an Wissen haben, Artikel geschrieben haben, etc., kann ich jemanden finden, der richtig dafür ist. Und den rufe ich dann an. Und das jetzt aber der Chef ist, ob das der Vizepräsident ist oder der Praktikant, ist vollkommen egal. Und IBM hat das intern schon zum Beispiel auch getestet, dass eine offene Vernetztheit eben zu mehr Effizienz führt. Das ist jetzt mal ein Beispiel, ein sehr großes Beispiel mit 400.000 Mitarbeitern weltweit. Bin mir sicher, es gibt noch 1.000 andere. Aber vielleicht, weil das würde mich jetzt auch wirklich interessieren, weil ich stoße da oft an Grenzen bei der Beratung von jetzt nicht namentlich benannten Organisationen, wenn es darum geht, soziale Medien oder eben Netzwerktechnologie nach innen zu nutzen. Also dieses, wir sind alles Wissensmitarbeiter, ich habe das Wissen, was das Wissen, lass uns intern vernetzen und das austauschen, wo dann, und das ist schade, ich hätte gerne Herrn Schaar bei jeder Runde dabei gehabt, so als Begleiter der Diskussion, dann nämlich der Datenschutz kommt und der Betriebsrat und sagt, das geht nicht, das wollen wir nicht, das können wir nicht durchführen. Also gibt es andere Beispiele außer IBM in Deutschland, wo das erfolgreich gemacht wird? Darf ich nochmal präzisieren? Das ist mir sehr wohl bewusst und auch sehr nachvollziehbar. Gibt es bei uns auch, würde ich mal in die Ecke Intranet stellen. Das heißt, das sind Informationen, die sollen tunlichst nicht die Weltöffentlichkeit erreichen, weil natürlich dort von Problemen unter anderem gesprochen wird, die will oder soll außen keiner wissen. Die werden gelöst, aber wie sie gelöst werden, das ist IBM intern. Dieses Beispiel nehme ich mal so an. Ich frage nach der Kommunikation nach außen, wo ich dann ratlos manchmal davor sitze, was will die Menschheit von mir wissen? Okay, wir sammeln Beispiele dazu. Ich freue mich aber trotzdem, wenn es noch weitere erfolgreiche Beispiele für die Innenkommunikation außer IBM gibt. Auch gerne aus dem Publikum. Ulf, vielleicht hast du aber für die Frage, welche Unternehmen in Deutschlands Bereich jetzt messbare Erfolge in der Außenkommunikation über soziale Medien erzielt haben. Das Problem ist leider Gottes, das ist so einfach nicht zu beantworten, weil es eine Frage ist, welches Ziel verfolgen Sie damit? Also wenn Sie sagen, ich will einen direkten Vertrieb machen, kann man sich die Frage stellen, ist Facebook ein geeigneter Kanal für einen direkten Vertrieb? Für einem Jahr war mal die Sau, die durchs Dorf gejagt wurde, Facebook-Commerce. Inzwischen redet, glaube ich, nicht mehr viele Leute davon. F-Commerce haben Sie gesagt. F-Commerce, genau. Als nächstes kommt M-Commerce. So, also der Direktvertrieb, ist es eher eine Frage der Bindung von Kunden, ist es eher eine Frage von Imagesteigerung, ist es, also man kann ja die unterschiedlichsten Marketingziele verfolgen grundsätzlich und muss sich dann die Frage stellen, welches meiner Marketingziele versuche ich denn über welchen Social Media Kanal zu erreichen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Branche sie sind. Man kann sich auch die grundsätzliche Frage stellen, lassen wir die Finger von Facebook mal ganz weg, ist vielleicht für uns LinkedIn ein Kanal, ist für uns von Jens Best schon angesprochen, das Thema Blogging eher eine relevante Plattform. So, es ist die Frage und deswegen immer wieder das penetrierende Wiederholen ohne eine vernünftige strategische Vorarbeit, ist es eben eine Party, die am Ende mit einem Katzenjammer vermutlich enden wird. Und ja, es haben Unternehmen natürlich Erfolge erzielt, Also nehmen wir so jemanden wie die Telekom oder die Deutsche Bahn, die ihre Kanäle als Servicekanäle nutzt. Soweit ich das gesehen habe, das ganz ordentlich auch tut. Erstens mal kann man Leuten damit tatsächlich helfen, selbst wenn sie, wie einer mal auf Twitter angefragt hat, auf dem Klo im ICE kein Papier mehr finden und dann an DB Hilft twittern. Dem konnte dann nicht geholfen werden. Man kann Leuten was helfen und das wirkt dann auch wieder nach außen. Das heißt, es ist natürlich eine Imageverbesserung für die Bahn da, wenn Leute sehen, okay, die kümmern sich wirklich um mich. So, aber das hängt eben davon ab, welche Ziele am Ende verfolgt werden. Das ist genau der Punkt. Nur in einem Satz nochmal ergänzen, auch dass ich glaube, dass zunehmend mehr Unternehmen, bevor sie diese Schritte wagen, sich tatsächlich über eine Strategie Gedanken machen. Ja, das ist auch lange nicht unbedingt selbstverständlich gewesen, aber die Messbarkeit tatsächlich einfach eine schwierige Frage darstellt und gerade die quantifizierbare Messbarkeit nicht immer unbedingt in einem Zuge mit so einer Strategie verabschiedet wird, weil da sehr viel Gefühltes dabei ist und wenig Quantifizierbares dabei ist. Ich finde es schon quantifizierbar.
quantifizierbar, wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass der Eindruck entsteht und der nachprüfbare Eindruck entsteht, dass wir uns mehr kümmern. Und das ist so, dann ist super. Ob das jetzt mehr Umsatz bedeutet oder nicht, es gibt ja, ich meine, es gibt das Hauptziel des Unternehmens sicherlich, also die mit den Produkten und Dienstleistungen bessere Umsätze und bessere Profite zu machen. Aber es gibt auch viele Nebenziele, die ja auch immer, die jetzt nicht irgendwie seit dem Internet erst wichtig wurden, sondern wir haben ja generell auch, was weiß ich, vielleicht irgendwann einem neuen rheinischen Unternehmertum oder wie auch immer mit der die Frage nach anderen Verantwortungen stellt. Und das kann sein, dass Social Media da eben diese Aufgaben auch machen kann. Und natürlich auch Abverkäufer. Da muss man sich überlegen, also Tchibo Ideas zum Beispiel. Also Tchibo kennt ja jeder, also ne, der größte deutsche Kaffeeverkäufer ist ja Aral. Also meisten denken ja, die würden Öl verkaufen, die verdienen ja Geld aber halt eben mit Kaffee dann. Aber und Tchibo verdient ja sein Geld auch nicht mit Kaffee, sondern eben mit so Dingen des Alltags. Also und da ist natürlich der Punkt, ist das jetzt Marktforschung oder ist das wirklich eine Öffnung, was ich jetzt sage? Also auf Tchibo Ideas hat der Albrecht, hat leider keine Zeit gehabt, heute zu kommen, der hätte das selber erzählen können, vor 4 Jahren angefangen und gesagt, was wollt ihr eigentlich für Produkte haben? Ja, und die stellt man dann vor auf Tchibo Ideas, das kann man den Regenschirm, der leuchtet, die Salatschüssel, die kein Wasser verschüttet, die Toilettenbürste, die kleinkindersicher ist. Man weiß ja, was Kleinkinder gerne mit Klobürsten machen. Halt eben nicht das, was man damit machen sollte, sondern andere Dinge. Und dann konnte man diese Ideen in die Community reingegeben und dann wurde da gevotet. Da gab es natürlich dann auch, weil man ist ja natürlich als Unternehmen vorsichtig, es gab auch eine Jury, dass man nochmal so ein kleines Backup hat, notfalls eingreifen kann, wenn irgendwie plötzlich irgendwie Kifferprodukte bei Tchibo verkauft werden sollen, weil irgendwie eine Armada von 20.000 Kiffern irgendwie bei tchiboideas.com einfällt. Das wollen wir ja dann auch nicht, also zumindest vielleicht als Unternehmen nicht. Also insofern gab es eine Jury notfalls. Hat aber alles super funktioniert und vor 4 Jahren gab es das erste Produkt, das war tatsächlich das Kleinkindersichere Toilettenbürste. Da musste man wie so bei Arzneimitteln, musste man so zack, Knopf und dann, sonst kam es nicht raus. Und hat sich super verkauft. Ja? Jetzt kann man sagen, ist das Transparenz oder ist es einfach nur Marktforschung mit angehängter Produktion? Wohlgemerkt, derjenige, der die Idee hatte, bekommt übrigens auch Anteile von dem, was da verkauft wird. Also ist jetzt ne? Also hier ist es auch entstehen. Also hier sind einfach neue Wege. Und da war das Ziel vielleicht auch einfach halt, wir wollen mehr verkaufen. Aber wir wissen ja auch nicht, was die Leute wollen. Wenn man jede Woche da so einen neuen Alltagsgelumps irgendwie in die Regale stellen muss, dann muss man ja auch irgendwann mal fragen, wie machen wir das am besten? Und das macht, ist eine der, ist eine, seit 4 Jahren, und das haben sich, die haben sich spezialisiert, können noch ewig erzählen, weil ich ein schönes Beispiel finde. Aber es ist Transparenz, für mich ist es Transparenz üben. Es gibt verschiedene Ebenen von Transparenz. Das ist jetzt, wir sind jetzt auf Ebene 1. Und das ist schon mal eine gute, weil wir üben, nämlich miteinander umzugehen. Also wir üben, Leuten zuzuhören. Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Ob das intern oder extern ist. Und das ist eine der Sachen, die ich gut finde. Und da können Geschäftsmodelle entstehen. Ich glaube, das ist ein spannender Bereich, der sich sehr stark im Moment weiterentwickelt. Ebenso wie das, was man vielleicht von außen gar nicht so mitbekommt, nämlich die Kommunikation entlang der Wertschöpfungskette. Ich glaube, es gibt zunehmend viele Unternehmen in Deutschland, die in Richtung, was dann auch wieder mehr mit Innovationen und Produktzyklus zu tun hat, aber eben entlang der Wertschöpfungskette Community-Plattformen schaffen, ansprechbar, also Strukturen zur Diskussion, zum Ansprechen schaffen, die dann eben Zulieferbetriebe zum Beispiel mit einbezieht und da eine andere Herangehensweise sucht. Jetzt hatten Sie sich noch mal gemeldet. Auch gerne noch weitere. Hier ist noch eine Wortmeldung am Anschluss hier vorne. Bezüglich Messbarkeit der Erfolge. Diese Woche gab es ja an der Humboldt-Universität ein Symposium, Xinnovations nannte sich das. Und da ging es auch eben um Innovationen und natürlich auch um Transparenz und so weiter. Und die hatten ein Forschungsprojekt namens Innovation Index vorgestellt. Das ist offenbar ein Forschungsprojekt des Instituts für Internet und Gesellschaft. Und die versuchen genau das zu machen, die Objektivierung von Erfolgsfaktoren im Rahmen dieser New Media, dieser digitalen basierten Unternehmen. Und die hatten eben ein paar Parameter aufgezählt, so ganz kriege ich die nicht mehr zusammen, aber da ging es um ein Update der Skills oder qualifiziertere Mitarbeiter, einen externen Fokus, Open Innovation habe ich mir hier zufälligerweise noch notiert gehabt. Und die haben dann auch wirklich, die versuchen das wirklich zu objektivieren. Und das fand ich einen super spannenden Ansatz, dass man eben nicht nur so in der trüben Suppe rumprobieren muss und in den Trial-and-Error-Verfahren dann schauen muss, da geht ja viel Zeit verloren, sondern die versuchen das eben
diesen Zeitfaktor zu verkürzen. Und interessant fand ich da, dass Sie festgestellt haben, wenn man nur einen der Faktoren, die Sie extrahiert haben, wenn man nur in einen investiert, dass dann der Erfolg ausbleibt oder wesentlich geringer ist, als wenn man mehrere Faktoren quasi miteinander multipliziert. Aber wie gesagt, das Projekt heißt Innovation Index, Institut für Internet und Gesellschaft hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Dankeschön. Vielleicht noch gleich dazu die Wortmeldung hier vorne. Ja, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, wie Geschäftsmodelle quasi gestützt werden oder wie die bestehenden Produkte unterstützt werden. Gibt es denn noch andere Ansätze, außer jetzt die Toilettenbürste für neue Geschäfte und neue Geschäftsmodelle? Oh, das ist jetzt, als hätte ich sie bestellt. Das ist die perfekte Überleitung zu dem Thema, was wir jetzt nächstes ansprechen wollten. Genau, also es ist ja die eine Sache, bestehende Prozesse zu öffnen. Aber wie ist es denn mit ganz neuen Geschäftsmodellen, die sich in diesem Bereich oder durch diese Möglichkeiten hervorheben? Das wird gerade zum Thema, und zwar auch für Unternehmen, die tradierte Geschäftsmodelle haben, weil wenn man sich so ein bisschen Zeitungsmeldungen und Zeitungsheadlines nebeneinander liegt, wie Götz und Zalando, Neckermann und Amazon, weiß ich nicht, mehr fällt mir gerade nicht ein, könnte mir aber, wenn ich noch kurz nachdenken könnte. Also es merken tradierte Unternehmen, dass ihr Geschäftsmodell plötzlich von anderen Geschäftsmodellen bedroht wird, die jetzt entstanden sind, die vielleicht sogar schon ein paar Jahre alt sind, die auf diese Unternehmen plötzlich einen erheblichen Innovationsdruck ausüben. Das heißt, die bestehenden Unternehmen sind gar nicht so sehr in der Frage eines neuen Geschäftsmodells, wobei doch, das habe ich auch schon erlebt, dass ein Großkonzern gefragt hat, was können wir denn in 10 Jahren verkaufen? War im Reisebereich, war nicht die Lufthansa, der wir halt vorgestellt haben, wie Reisen heute funktioniert und wie es gebucht wird, und ein großes Reiseunternehmen, das sich dann einfach fragt, ja, wenn das ein Trend ist, wenn Leute so nach Reisen suchen, wenn Leute über Preisvergleichmaschinen dann die Reise sich selber zusammenbauen und Ähnliches, wo ist denn dann das Geschäftsmodell eines Reisevermittlers? Das zwingt Unternehmen natürlich schon dazu, sich selber ganz massiv in Frage zu stellen und tatsächlich sich selber neu zu erfinden. Ich glaube, das Netz ist ja voll von Geschäftsmodellen. Also das Berlin ist voller Start-ups. Das heißt, die Innovationskultur, wir probieren Dinge aus, wir probieren in einem kleinen Raum Dinge aus. Von 100 Start-ups gehen vielleicht 98 nach einem Jahr wieder aus dem Business, weil es nicht funktioniert hat, aber 2 überleben halt. Ich glaube, das ist der Entstehungspunkt neuer Geschäftsmodelle und für die bestehenden Unternehmen eben die Frage des Anpassungsdrucks an bis hin zum Bankengeschäft. Also wie funktioniert das Bankengeschäft in 10 Jahren, wenn man über Mobile Payment nachdenkt, wenn man über Facebook Währung nachdenkt oder Ähnliches, wenn man ein bisschen rumspinnt. Auch da gibt es natürlich genau massiven Druck darauf, sich über Anpassungen Gedanken zu machen. Jens? Ja, es gibt sicherlich viele Geschäftsmodelle in auch sehr bekannten und breit benötigten Branchen, die auf Intransparenz beruhen. Das ist aber nicht, weil es irgendwie ganz böse Leute sind, die uns seit Jahrhunderten unterdrücken oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach der Punkt, dass sich einfach Geschäftsmodelle halt auch vor dem Internet entwickelt haben. Das heißt, in einer Welt, wo der Informationsfluss die Kosten X produziert hat, den Aufwand Y und den Aufwand, die Menge Z an Menschen zu koordinieren. Und das muss man irgendwie effizient machen. Das musste man auch vor dem Internet effizient machen. Das hat dazu geführt, dass man sich für gewisse Methoden entschieden hat, wer was weiß und wer was nicht weiß und was, wie viel man rausgibt, damit man die Leute nicht überfordert, damit sie nach wie vor was kaufen. Und das ändert sich natürlich jetzt. Also will damit sagen, es gibt Modelle, die beruhen auf einer aus der digitalen Sicht her gesehen Intransparenz. Die ist nicht mehr nötig. Natürlich wird die verteidigt. Würde ich auch machen. Ja, man hat eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und irgendwie ist man es ja gewohnt. Man macht es ja seit Jahrzehnten. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie berechtigt ist, diese von aus heutiger Sicht bestehende Intransparenz auch nur eine Minute länger zu dulden. Und da gibt es natürlich, es gibt ja mit Fidor Bank oder andere, es gibt ja auch, also egal wo sie hin, ob es jetzt Banking, Versicherungen, also ganz klassische Branchen, wo ja auch ich sage nur mal Listenprivileg zum Beispiel, also die ganzen, wo wir jetzt hier schon 28 Mal Facebook gesagt haben, muss man ja mal sagen, die größere Welle hinter Facebook ist ja nicht, also wer ist Bertelsmann und Schober von uns wissen, da ist ja Facebook ein Waisenkind dagegen.
Also es gibt ganz viele Stellen, wo einfach Abläufe eben nicht mehr nötig sind. Die sind vom Internet noch nicht berührt worden. Und wenn sie das werden, dann wird es auf der einen Seite Leute geben, die sagen, wir dulden das so nicht mehr. Und es wird auf der anderen Seite Leute geben, die sagen, Moment mal, wenn sich jetzt die Umstände geändert haben, dann lass uns doch ein neues Geschäftsmodell machen. Und es ist natürlich auch spannend zu sehen, wenn jetzt halt wie die Fidobank oder man kann ja viele Beispiele nennen, die versuchen sich in dieser neuen Transparenz. Ich will nicht sagen, dass wir in den 80ern keine Transparenz hatten. Ja, es gab halt nur die Möglichkeit, dass viele Leute halt nicht alles wussten, war halt wesentlich höher als jetzt, weil es halt wesentlich aufwendiger war. Und das ändern wir jetzt. Und da muss man auch Druck machen. Wir haben das auch bei der vorigen Diskussion gesehen, dass die Leitungsprovider, die hier auf dem Podium waren, und man hört es ja auch, also es gibt ein Verständnis von, wir verteidigen das alte Kulturverständnis. Ich will jetzt gar nicht mit Netzneutralität kommen, weil wir es bei der anderen Diskussion hatten, aber wenn die Telekom den meisten Kunden da draußen einen Vertrag verkauft, wo sie auf der einen Seite Geld nimmt für Internet, dann Geld nimmt für Fernsehen und Geld nimmt für Telefon, also dreimal Geld abnimmt für dieselbe Leitung, weil vor der Tür ist es eine 50 Mbit Glasfaserleitung, hoffentlich, dann muss man einfach fragen, ja, was passiert hier gerade? Ja, wir sind einfach in einem kulturellen Wandel und da muss man gucken und vielleicht den einen oder anderen auf den Finger hauen, aber wir sind ja kein Podium, wo es ums auf den Finger hauen geht, sondern hauptsächlich darum, wo diejenigen, die sagen, es geht auch anders, es geht auch in der neuen Transparenz, und ich rede schon wieder zu lang, es geht in der neuen Transparenz eben darum, die Geschäftsmodelle, die möglich sind, zu machen. Und davon gibt es einige schöne Beispiele. Gerne gleich auch noch mal ein bisschen konkreter. Da noch eine Rückfrage dazu, weil es gibt ja auch noch den, würde ich sagen, dritten Bereich. Muss ja gleich gucken, wo wir den Schlenk zum Thema Transparenz dahin bekommen. Aber Geschäftsmodelle in Bereichen, wo vorher keine waren, weil sich Menschen eben nicht auf diese Art und Weise miteinander vernetzen konnten, die vielleicht auch unabhängig von großen Unternehmen stattfinden. Also das, was früher in der Privatheit funktioniert hat, ich trampe, heutzutage über Mitfahrerzentrale ein Geschäftsmodell geworden ist. Couchsurfing. Genau, Couchsurfing. Und auch da eine interessante Entwicklung, weil das, was mit Couchsurfing angefangen hat, auch eigentlich als was Soziales, ich lasse jemanden bei mir übernachten. Kennt das jeder? Couchsurfing? Hände, wer es kennt? Ja, gut. Und im Stream kennt es auch jeder? Wie viele Leute sind da hier im Stream? Müssen wir haben 5 Leute im Stream. Wenn ihr euch die Namen jetzt schickt, begrüßen wir euch persönlich. Und jetzt sowas wie 39. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, oder? Und dass jetzt sowas wie Couchsurfing sich aber auch weiterentwickelt und es daraus entwickelte Geschäftsmodelle gibt, wie sowas wie Airbnb, wo sowas dann eben kommerziell gemacht wird. Oder Nine Flats. Oder Nine Flats. Um eine deutsche Firma zu kennen. Sehr schön. Gibt es weitere Wortmeldungen und Rückfragen? Bitteschön. Nee, ja. Joachim Bühler, ich arbeite beim Bitkom, Betreuer im Bereich Wirtschaftspolitik, und bei allen Transparenzgedanken, wir haben darüber gesprochen, wie kann man mit Transparenz bestehende Geschäftsmodelle pushen oder auch fördern, wir haben jetzt über neue Geschäftsmodelle gesprochen. Was mich noch interessieren würde, der Begriff Innovation ist schon gefallen. Ich glaube, man muss auch, und das gehört auch zur Transparenz, über die Transparenz, wenn ich dieses Wortspiel erlaubt sein darf, darüber sprechen, wo die Transparenz aufhört. Denn es gibt ja auch Innovationen oder es gibt Entwicklungen, die Unternehmen mit großen Investitionen leisten und wo gerade der Fortschritt darin besteht oder der Vorsprung, auch der Innovationsvorsprung darin besteht, dass sie eben nicht transparent sind. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen rauszuzoomen. Wenn wir mal im globalen Wettbewerb denken, dann gibt es natürlich einige Innovationen, die hier in Europa gerade produziert wurden oder werden, zum Teil auch mit erheblichen öffentlichen Fördermitteln von der Europäischen Union oder auch vom deutschen Steuerzahler, und wo wir Geschäftsmodelle entwickeln, die auf diesen Innovationen beruhen, und wo es ganz notwendig ist, dass diese Innovationen auch zum Stück weit geschützt werden, um eben Produktionsprozesse anzuschieben und damit auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich glaube, bei der Debatte um Transparenz ist halt die Frage, wo grenzt man dann sowas ab? Weil hier noch ein von Ihnen, Herr Best, ja so ein kleiner normativer Aspekt mit in die Debatte gebracht worden, ist nach dem Motto, es muss sich öffnen oder es muss passieren, und die Dinge, die noch nicht vom Internet berührt worden sind, werden irgendwann berührt werden. Ich denke, es ist das eine, es ist richtig, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, die Debatte zu führen, wo hört die Transparenz auf?
Haben Sie noch ein Beispiel für diese europäische förderungsgeschützte Industrie, Entwicklungsdings? Ja, nehmen Sie zum Beispiel die ganze Chipindustrie, Mikroelektronik zum Beispiel, wo wir in Europa noch einen Standort haben, das ist Sachsen, einer der wenigen Standorte in Europa, in Deutschland, und wo ist eine der Key Enabling Technologies, die auch von der Europäischen Kommission gefördert werden und wo es natürlich ganz klar darum geht, im internationalen Wettbewerb, gerade mit dem asiatischen Markt, hier Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und auch weiter in diesen Bereich zu investieren. Also wo liegen die Grenzen der Transparenz, vor allem in Innovationszyklen? Und Ulf, vielleicht auch an dich zuerst gefragt, also eine Einschätzung dazu, aber wo liegt auch die gefühlte Grenze von den Kunden, die mit denen du zusammenarbeitest? Naja, ein Stück weit kann ich mich aus der Antwort rausmogeln, weil ich sagen kann, am Ende des Tages definieren die Leute, mit denen die Unternehmen reden wollen, wie transparent es sein soll, und definieren am Ende des Tages auch im Zweifelsfall auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit, was sie genau wissen wollen und was sie nicht so sehr interessiert. Das heißt, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass ein großes Unternehmen tatsächlich jetzt sämtliche Prozesse, sämtliche Innovationen und Ähnliches offenlegt, sondern wenn man tatsächlich das Ganze als eine Form der kommunikativen oder dialogischen Transparenz betrachtet, sich darauf einzustellen, wo liegen denn tatsächlich die Punkte, die an denen tatsächlich ein Transparenzbedürfnis besteht. Also es tatsächlich aus einem Bedürfnis herauszukommen, zu sagen, okay, auf diesen Punkt konzentrieren wir uns jetzt ein Stück weit. Auf der anderen Seite muss ein Unternehmen, auch wenn es für sich selber definiert hat, hier endet die Transparenz, sei es Innovation, sei es unternehmensstrategische Entscheidungen, sei es irgendwelche internen Diskussionsprozesse oder Ähnliches. Es ist ja kein Problem, dazu auch ein Statement abzugeben und zu sagen, diese Frage kann ich nicht beantworten aus diesem und jenem Grund. Und auch das ist dann wieder eine Frage, wird es akzeptiert werden oder geht der Dialog dann doch wieder weiter? Das heißt, wenn ich mit einem großen Unternehmen über seine Produktionsbedingungen in China reden will und das Unternehmen sagt, das gehört jetzt aber zu meinem Geschäftsgeheimnis, dann werde ich den Dialog nicht abgebrochen kriegen. Wenn ein Unternehmen sagt, die Entwicklung des nächsten Smartphone-Generation, um jetzt das iPhone mal zu nehmen, das können wir euch noch nicht sagen, was wir da machen, lasst euch überraschen, demnächst wird jemand auf der Bühne stehen und euch das präsentieren, dann wird das sicherlich akzeptiert werden. Ich glaube, das, worin ich Ihnen durchaus folge, ist, es gibt keinen absoluten normativen Selbstwert von Transparenz, sondern auch da gibt es durchaus Abschattungsmodelle. Also, so. Würdest du dem zustimmen? Wenn ich das nochmal konkretisieren darf. Also ich stimme Ihnen völlig zu. Die Frage ist, ob es normativ, also die eine Sache ist die Normativität, die andere Sache ist aber, wenn das dann in politische Gesetzgebungsprozesse einläuft. Und da will ich auch ein konkretes Beispiel nennen, das ist die Open Access Debatte bei Forschungsförderung zum Beispiel. Ganz zentraler Punkt, wir haben gerade die Debatte über das Forschungsrahmenprogramm 8 auf der Europäischen Unionsebene, Horizon 2020, und da ist eine der Forderungen der Kommission Open Access bei öffentlich geförderten Forschungsergebnissen, die auch Unternehmen machen. Und da wird es natürlich schon entscheidend. Also da ist die Normativität dann keine moralische Kategorie mehr, sondern da ist eine rechtliche Kategorie. Und dann komme ich nämlich genau in die Schwierigkeiten, die ich versucht habe zu skizzieren, dass ich auf der einen Seite, um meine Innovationen und auch eine Marktfähigkeit meiner Innovationen zu erreichen, auch einen gewissen Schutz dieser Innovationen brauche auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses neue Gebot der Transparenz natürlich in gewisser Weise auch bedienen will. Nur da ist halt dann eben, da kommt es dann halt zu einer Verpflichtung und da kommt es dann zu einer politischen Dimension. Und das meine ich mit, wir müssen auch über Grenzen reden. Wo sind diese Grenzen bei allen neuen Potenzialen, die es da auch gibt? Das ist eine sehr gute, glaube ich, hilfreiche Konkretisierung nochmal für die Diskussion gewesen. Ja, also die Richtung wäre ich nämlich jetzt auch gegangen, also um es mal zu konkretisieren, also mal politisch zu werden jetzt, weil also sowohl politisch auf der Ebene der Industriepolitik als auch natürlich dann auf der Ebene der Verbraucherpolitik, also sprich, wenn wir uns die Frage stellen, in welcher Gesellschaft sollen denn Geschäftsmodelle passieren? Geschäftsmodelle bedeutet ja, ich verkaufe an entweder halt an Konsumenten oder halt eben an Industrie, halt eben an Business. Und ich sehe natürlich schon den Punkt, wenn wir eine universitäre Landschaft haben, die sich immer mehr darauf hin ausrichtet, dass aus den Universitäten heraus Gründungen entstehen, gerade im Biotech-Bereich, aber natürlich auch in dem von Ihnen genannten Bereich, ist Forschung und Entwicklung natürlich ein Bereich, der
wo die Detailklärung, also wo ist quasi Open Access, wo ist die Offenlegung von Grundlagenforschung und wo ist sie, da kommen wir auch zu Fragen der Patente und so weiter dann wiederum. Jetzt ist es ja so, weil Sie sagten China, also jetzt hat ja jetzt nicht, hat ja mit den harten Patentrechten auch nicht so gut funktioniert mit China die letzten Jahrzehnte, also das hat Sie ja auch nicht interessiert. Insofern, jetzt haben wir natürlich, das könnten wir mit ACTA anfangen, das lassen wir alles. Ich würde ganz, also mir ist klar, dass wir da im Detail dann, aber wir sind ja nicht hier, wir verhandeln ja heute nicht, wir sitzen ja nicht in Brüssel und machen das gerade, da müssen wir gucken, ja, aber trotzdem, dass man eine Haltung hat, dass es eine neue Ebene von Transparenz gibt. Also ich würde auch sagen, man muss auch so von diesem Nerd-Arroganz ein bisschen so sagen, in den 80ern oder sonst wie, da war das alles noch nicht so weit. Ihr habt ja alle im dunklen Zeitalter gelebt oder so. Ich glaube, jedes Zeitalter, jedes Jahrzehnt hat immer die Transparenz, die Gesellschaft in diesem Moment verdient. Jetzt, und es gibt aber auch immer Kräfte, die das noch gerne aufrechterhalten wollen. Und es gibt immer Kräfte, die es ein bisschen mehr haben wollen. Und ich würde einfach mir wünschen, dass die politische Debatte, Sie haben es jetzt normativ genannt, ich würde es jetzt gut nennen, wir es normativ, dass den Begriff der Offenheit als erstes setzt und die Abstriche, die man davon macht, wohl überlegt auch macht. Und nicht eben andersrum, also geschlossen und mal, wir gucken mal, welche kleinen Bereiche wir öffnen können. Also es ist ja schon ein Paradigmenwechsel. Das heißt nicht, dass es dann unverhandelbar ist, dass es Geheimnisse gibt. Weil, machen wir uns nichts vor, auch auf einem Marktplatz, in einem aufgeklärten Kapitalismus, in einer aufgeklärten Marktwirtschaft, die wir vielleicht irgendwann mal erreichen werden, besteht der hauptsächliche Deal darin, was zu wissen, was der andere nicht weiß und ihm was zu verkaufen, ob als Produkt oder Dienstleistung. Das ist auch gut so, weil, ich wiederhole, der Tag hat 24 Stunden, wir werden nie alles können und dafür müssen wir akzeptieren, dass wir dem anderen was geben. Ob das dann Geld ist oder was auch immer, ist mir wurscht. Das wäre die Antwort gewesen und jetzt hätte ich noch was anderes gemacht, aber damit warte ich kurz. Nee, ich wollte nur noch mal zusammenfassen und sagen, würdest du dann, also weil wir das ja auch vorhin in diesem Verwaltungspanel in der Art hatten, wo es um die Frage Open Data ging, so zusammenfassen nochmal, dass es um eine Umkehr des Vorzeichens geht. Absolut. Und per se offen im Einzelfall natürlich zu prüfen, was dann wirklich schützenswert ist, aber eben das Vorzeichen erstmal auf offen zu stellen. Ja, also weil wir ja gerade die Bahn hatten, ne? Aber das macht ja nicht, das macht Talkabout, ne? Wer hat den Social Media Account von Talkabout? Ja, genau, Talkabout. Da läuft das so. Also die Bahn hat jetzt mit Google einen Deal gemacht und zwar bekommt Google jetzt die Daten, auch die Live-Daten der Bahn. Das heißt, man kann demnächst auf Google Map, das ist eine kommerzielle Online-Karte, sich die Daten und gucken, wo ist mein Zug. Nicht nur, wann fährt er, sondern fährt er tatsächlich. Das ist schön für Google. Und für alle die halt noch nicht verstanden haben, dass es außer der kommerzialisierten Version des Netzes auch ein offenes Netz gibt, nämlich eben zum Beispiel Open Data und OpenStreetMap oder was auch immer. Also sprich, und ich sagte dann diesem DB-Account auf Twitter, keine Deals, sondern offene Daten. Und darauf antwortete der freundliche Social-Media-Mitarbeiter, Etienne's Best, was meinen Sie damit genau? Ja. Natürlich, Offenheit, Dialogfähigkeit bewiesen, ja. Und bevor ich antwortet dann Matthias Schindler von Wikimedia, Pressroy auf Twitter, was Jens Best meint ist, dass wir die Daten gerne maschinenlesbar hätten. Was damit an, hier, wir haben jetzt, das ist kein Chipkonzern, die Deutsche Bahn als Infrastrukturbetreiber, da kann man glaube ich davon ausgehen, dass wir wollen jetzt nicht die Daten wissen, wie die Züge bauen, aber die Daten, wie die Züge fahren, die hätten wir schon ganz gerne. Und zwar auch so, dass wir damit machen können, was wir wollen. Weil ich glaube, wenn man solche Daten in so einen Pool von Nerds wirft, kommen dann bessere Sachen raus, die wir gar nicht gedacht haben, aber wie Matthias Schindler so schön schrieb, wo wir eine Woche später denken, ohne diese App kann ich nicht mehr leben. Aber wir bekommen diese Daten nicht, sondern mit Google wird ein Deal gemacht. Das sind aber Infrastrukturdaten, die müssen aufgelegt werden. Naja, und dann haben wir halt, dann war das alles sehr freundlich, die Dialog, aber im Endeffekt war, es gibt jetzt eine offene Mail, die Schindler und ich geschrieben haben im Wikimedia-Blog und daraufhin hat auch super schnell, also auch hier wiederum, gut gearbeitet, Social Media, gab es eine Antwort, die haben wir natürlich auch anstandsweise dann verblockt, aber trotzdem sind die Daten natürlich immer noch nicht offen. Und das ist das, was ich meine, das Paradigma ist auf offen. Und beim wenn es darum geht, Bahn, Infrastruktur, Daten, dann sind die maschinenlesbar offen zu legen. Ob wenn es darum geht, zu wissen, wie der neue Chip in wo war das jetzt? Leipzig, Dresden? Sachsen-Anhalt?
Dresden produziert wird, ist was anderes. Klar, da müssen wir, aber es geht darum, um die Einstellung. Und die DB verkauft, und das ist halt der Punkt, ja, wir haben neue und alte Gatekeeper. Und es geht darum, diese Transparenz jetzt auch zu üben. Und insbesondere geht es darum zu üben, und ich will jetzt manchmal den Sprung, wenn wir auch eine aufgeklärte Gesellschaft haben wollen, also sprich, wenn wir dem Verbraucher auch was anderes an die Hand geben wollen. Jetzt ist es ja so, die meisten Verbraucher wollen ja ihre Ruhe haben. Ich kann nicht drei Stunden lang in den Supermarkt gehen und irgendwie noch mit 25 Nachschlagewerken mir zusammenstellen, ob das alles verantwortlich ist, was ich gerade mache. Das ist ja unser altes Dilemma. Das war doch das Dilemma, warum die Grünen gegründet wurden, ja. Und da brauchen wir doch nicht irgendwie, da brauchen wir nicht das Internet für. Aber es gibt eben, ich versuche das in zwei Sätzen, Anbieter, wie zum Beispiel Barco. Ein Anbieter, also B-A-R-C-O-O, aber das ist ein Startup, was das anbietet, es gibt mehrere, wo man quasi den Code einscannen kann und man bekommt dann, was hat Ökotest dazu gesagt, was hat Stiftung Warentest dazu gesagt, wie viele Leute mögen das, wo gibt's das günstig, also man bekommt quasi relativ schnell Informationen zu einem Produkt, was im Regal steht, die man sonst einfach nicht hätte. Was man damit als Konsument macht, ob einem das interessiert, ob man befähigt überhaupt ist. Weil bei dieser ganzen Medienkompetenzdebatte vergessen wir, dass eintritt, dass 22% der Deutschen überhaupt nicht dieses Internet überhaupt nicht wollen. Das heißt, die haben gar nicht verstanden, was es ist. Wir haben eine Kanzlerin, die irgendwelche inszenierte Dialoge macht. Wir haben also nicht die Frage ist doch, wie befähigen wir Menschen dazu, das Internet als eine Erkenntnis, emanzipierende, aufklärerisches Element, Werkzeug zu nutzen und welche neuen Transparenzzwänge entstehen dann für verbraucherorientierte Firmen? Ich habe dich jetzt ausreden lassen, weil ich genau zu diesem Punkt auch noch als letztes kommen möchte, nämlich die Rolle des Kunden und die Rolle des Konsumenten. Bevor wir eine schon fast abschließende Runde noch zu diesem Thema auf dem Panel machen, wollte ich dich nochmal fragen, dieses ganze Thema, was Jens jetzt angesprochen hat, also Offenheit per se, Kontrollverlust in Innovationszyklen, gibt es dafür ein Verständnis, eine Bereitschaft? Ich glaube, eben in den Fällen, wo der Kunde nicht die Firma dazu zwingt, sind wir dann noch sehr weit weg davon, auch die Potenziale dessen zu sehen. Das lässt sich in einer ersten Kundenpräsentation relativ schnell darstellen, indem man einem Kunden zeigt, wie in seiner Branche heute zunehmend Entscheidungskaufprozesse stattfinden und in welcher Weise dabei Bewertungen, Meinungen, Kommentare und so weiter und so fort eine Rolle spielen, bis hin zu, selbst wenn man nur hingeht und über Google AdWord Planner mal zeigt, welche Begriffe gesucht werden und bei welchem Konkurrenten dann gelandet wird, weil dieser Konkurrent sich über soziale Medien besser vernetzt hat und so weiter und so fort. Also es lässt sich ein Verständnis dafür herstellen. Es ist aber, und ich glaube, da ich der Generation, die nicht digital sozialisiert wurde, angehöre, kann ich das sagen, es ist tatsächlich ein Generationenproblem. Im Moment sitzen im Vorstand eher noch Leute, die sich von ihren Kindern erklären lassen, dass das Internet toll ist. Ich glaube, das wird sich im Lauf der nächsten 5 bis 10 Jahre ein Stück weit noch beschleunigen, weil dann die Generation, die tatsächlich digitalisiert wurde und die genau so einkauft und ihre Entscheidungsprozesse trifft, wie man es jetzt noch präsentieren muss, in den entscheidenden Positionen sitzt und sagt, warum soll ich da ein Plakat hinkleben, warum soll ich in diesem komischen Fernsehen da einen Spot machen oder ähnliches. Ich gucke schon seit Jahren kein Fernsehen und so weiter. Und ich glaube, in der Form wird schlicht und einfach das Verständnis dafür, was Kommunikation heißt und daran teilzunehmen und welchen Einfluss die Kunden haben, auch massiv zunehmen. Vielleicht in total egoistischem eigenen Interesse abschließend noch einen Themenbereich ansprechen, wo ich eigentlich denke, wo es mich immer wieder erstaunt, wie wenig da eigentlich passiert ist in Sachen Transparenz. Vielleicht könnt ihr mich auch berichtigen. Aber meiner Auffassung nach hatten wir vor 10, 12 Jahren einen Riesenschub, was eben die Darlegung globaler Wertschöpfungsketten, was Fairtrade-Themen, was die Offenlegung eben von dem, was auch für ökologisch und soziale Auswirkungen durch das, was wir hier konsumieren, geführt wurde. Schwarzbuch Markenfirmen vielleicht als ein Schlagwort in dem Bereich, was damals viel geschrieben, produziert wurde. Und es hat dann auch einige Konsequenzen gehabt. Zum Beispiel hat H&M angefangen, ihre Labels hinten reinzudrucken, wo das T-Shirt genäht wurde, auch wenn es dadurch nicht unbedingt mehr gesagt wurde, unter welchen Umständen das T-Shirt genäht wurde. Aber da gab es damals aus meiner Sicht eben einen Schub in die Richtung, mehr Transparenz für Konsumenten eben auch entlang der Wertschöpfungskette zu treffen.
schaffen. Jetzt nehme ich immer an, dass wir mit unseren vielen digitalen Möglichkeiten da längst viel weiter sein könnten, das auch zu visualisieren, zu kartografieren und da viel tiefer reinzugehen in die Offenlegung dessen. Immer wenn ich mit Leuten spreche, die entfernt in diesem Bereich arbeiten, sagen sie, das ist alles viel zu kompliziert und die Wertschöpfungsketten sind zu kompliziert und das ist alles, das kann keiner machen. Wie denkt ihr, muss da der Druck der Konsumenten weiter steigen? Ist das Ganze eingeschlafen? Liegt das in unserer passiven Konsumgesellschaft? Oder warum sind wir da aus digitaler Sicht noch nicht weiter, was eben das Einfordern von Transparenz in bestimmten Branchen von Kundenseite angeht? Das Internet macht uns auch nicht zu Engeln. Also insofern, die Möglichkeiten des Webs werden von denen benutzt, die damit Interessen haben. Wenn diejenigen, die das Interesse haben, mit einem emanzipierten Umgang die Erschließung der sozialen, ökologischen Kosten, die ja also jede große Firma weiß, selbst von den Produkten, die ihnen zugeliefert werden, die einzelnen Schritte und kennt die Kosten, sowohl die Kosten, die verinnerlicht sind, als auch die externalisierten Kosten. Die liegen ja vor. Die müssen teilweise sogar vorliegen, weil es dafür Vorschriften gibt, dass man die sich mal reinzieht. Also ob das jetzt technische Anleitungen sind oder was auch immer. Also wir haben ja prädigital Firmen schon auch dazu gezwungen, sich mal eben mit den Kosten auseinanderzusetzen und die auch irgendwie dann man, ja, so, wie man die jetzt zum Verbraucher bringen kann und dass das einfacher gehen würde. Ich meine, wir haben ja eine Regierung, die momentan die Lebensmittelampel verhindert. Und jetzt, es liegt aber vielleicht auch an denen, und da muss man jetzt, wir sind ja heute dann hier in der Böll-Stiftung, muss man doch auch mal ganz klar sagen, wenn diejenigen, die für einen emanzipierten gesellschaftlichen Umgang zuständig sind, und das sind, gibt es in jeder Gesellschaft treibende Kräfte, die Grünen haben mal dazu gehört oder gehören dazu, das überlasse ich jetzt den anwesenden Betroffenen, dann müssen die auch die digitalen Mittel mal in die Hand nehmen und genau diese emanzipatorische Arbeit leisten. Die werden bestimmt nicht von Unternehmen. Die gehen auf Facebook, die H&M macht eine Facebook H&M-Page. Und da will ich nochmal, das ist ja mein letzter Satz, das ist quasi fast schon mein Schlusswort, weil nochmal, Transparenz heißt ja Öffentlichkeit. Und ich habe gerade gestern angefangen, ein wunderbares Werk von Volker Gera zu reden, Öffentlichkeit als das politische Bewusstsein der Gesellschaft. Und die Frage ist doch hier, was ist der öffentliche Raum? H&M? Früher? Da drüben vielleicht, wenn wir demonstrieren wollten, ne, wir wollten Leute, die bei H&M kaufen, Aufmerksamkeit machen, angenommen H&M wäre jetzt doof, ist natürlich nicht mehr, ja. Dann hat man sich da vorgestellt und hat demonstriert. Da war jeder gezwungen, durch ein Spalier von Plakaten zu gehen, wenn er sich da dieses blöde T-Shirt für 5,99 kaufen musste. So, jetzt haben wir das Problem, wir haben Shopping-Malls. Da muss man sich, ich glaube, es ist übrigens ein architektonischer Trick, dass die Eingangstore von Shopping-Malls immer der Ort sind, wo es am meisten zieht. Ja? Weil da muss man sich hinstellen, wenn man demonstrieren will. Man kann nämlich nicht mehr bei H&M demonstrieren, wenn die in der Shopping-Mall sind. Da kommt nämlich der Sicherheitsdienst und sagt, das ist hier kein öffentlicher Raum. Ey, gehen Sie bitte, ja? So, aber jetzt haben wir noch viel schlimmer. H&M macht eine Fanpage. Und wenn man da was sagt, dann war es am Anfang bei Facebook so, da durften sich 20.000 Leute aufregen, dann war das so, dann kam das Social Media Marketing Beauftragte, wir freuen uns sehr über die Aufgeklärtheit, Emanzipiertheit unserer Kunden, wir haben extra für euch ein Forum eingerichtet, über das wir jetzt weiter diskutieren, wir möchten euch nur bitten, da wir hier auf unserer Fanpage auch Menschen haben, die einfach wissen wollen, wann der H&M-Laden auf hat, dass wir hier an dieser Stelle die Diskussion jetzt beenden, wir freuen uns, diesen Dialog fortzusetzen, wir haben am Norden von Berlin eine Wiese aufgemacht mit einem Grill, da treffen wir uns morgen und da diskutieren wir, aber hier vom Laden auf unserer Facebook-Seite ist jetzt Schluss. Kapisch? Ja? Das heißt, wir müssen uns fragen, wenn ihr emanzipierten Umgang mit Informationen wollt, die ja vorliegen, dann müsst ihr das auch einfordern. Und dann wird es auch Firmen geben, die sich dieser Aufgabe stellen. Und es wird Firmen geben, die sich dagegen wehren. Aber solange ihr das Internet nicht als zur Emanzipation benutzt, werden Firmen damit machen, was sie wollen. Ist das so in der Praxis, Ulf? Wir treffen uns in der Nordberliner Wiese und grillen da als Placebo. Let's talk about it. Wie oft erlebst du das in deinem Kundenbereich? Na, zum Glück habe ich im Community Management direkt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und zum Glück haben wir auch im Community Management keine Kunden, von denen ich jetzt persönlich das Gefühl hätte, da würde ich gerne mal an die Facebook-Wall schreiben, um ihnen eine reinzudrücken. So einfach ist es für die Unternehmen. Doch, naja, gut, ich habe auch ein Vodafone-Handy.
Also es gibt natürlich Unternehmen, insbesondere im Technologiebereich, die sich anhaltender Kritik ausgesetzt sehen und die sie auf den Kopf stellen können und lachen und sie werden diese Kritik nicht los. Auf Facebook, das funktioniert mit der Wiese schlicht und einfach nicht. Das funktioniert dann mit der das funktioniert dann ein Stück weit, wenn Kunden Einzelprobleme haben, wo man ihnen dann tatsächlich sagt, hier auf Facebook können wir dann Probleme gerade nicht lösen, was auch tatsächlich stimmt, und das Ganze in einen Kundendialog, in einen Service-Dialog zu überführen versuchen. Ganz so einfach ist es leider mit der grünen Wiese nicht. Auf der anderen Seite, deine Frage finde ich ziemlich gut. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu durchsichtig in die Büsche geschlagen. Deine Frage finde ich insofern ziemlich gut, als es mir tatsächlich, als du das jetzt gefragt hast, auch was aufgefallen ist, dass die politische Debatte und die gesellschaftspolitische Debatte ein Stück weiter gewesen ist und ich das Gefühl habe, dass im Netz im Moment tatsächlich die Selbstbezüglichkeit der Netzdebatte, also sozusagen im Netz über Netzpolitik zu diskutieren, das vorwiegende gesellschaftspolitische Thema ist, währenddessen andere gesellschaftspolitische Themen tatsächlich noch überwiegend von den, nennen wir es mal, traditionellen Medien. Also an der Stelle ist einfach eine Zeitung oder ist ein Fernsehen immer noch ein Stück voraus. Da könnte man diesen Medien vorwerfen, dass sie sich nicht ins Netz begeben und mit Jens Best auch sagen, auch eine Böll-Stiftung oder auch die Grünen eine vernünftige netzbasierte Politik anfangen. Das heißt, Netzpolitik nicht verstehen als eine Politik, die das Netz betrifft, sondern Netzpolitik verstehen als eine politische Diskussionskultur oder Kampagnenkultur, die sich des Netzes bedient oder die ins Netz geht und tatsächlich politisch im Netz aktiv wird. Und ich glaube, da darf ich das mit einem Satz ergänzen? Also es ist ja nicht nur die Wirtschaft, es ist auch die Politik. Wir haben zwei Enquete-Kommissionen im Bundestag momentan. Enquete-Kommission im Bundestag, da hat der Bundestag mal die Chance, sich das große Bild zu machen. Einmal Internet und digitale Gesellschaft. Da gibt's die Möglichkeit, dass man sich von außen beteiligt, übers Internet. Dann haben wir eine andere, die geht Wohlstand, Wachstum und Lebensqualität. Das ist eine der aufregendsten Enquete-Kommissionen, wo man überhaupt nachgedacht wird im Bundestag. Da geht's um die Frage, ob das Bruttosozialprodukt überhaupt noch die Grundlage sein soll für etwas, ob es uns gut oder schlecht geht. Gibt es dort eine Möglichkeit, sich online zu beteiligen? Nein, nur in Nerdistan-Enquete-Kommission, Internet und digitale Gesellschaft, da dürfen die Nerds über so ein Online-Tool mitmachen. Aber da, wo es wirklich mal um Gesellschaft geht, auch um Gesellschaft geht, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, nada. Und das ist, also insofern möchte ich das, wir sind an der Stelle, wo ich einfach hoffe, dass es in 10 Jahren Usus ist, dass man sich beteiligen kann. Und nicht nur, wenn es um Internet geht, sondern auch um was richtig anderes. Wir haben leider keine Zeit mehr, aber Sie warten schon ganz lange. Wenn Sie mir versprechen, dass Sie es in einem Satz ausdrücken, dann lassen Sie sich jetzt nochmal das Mikrofon geben. Also ich finde es ganz wichtig, also dieses Beispiel Ökologik und die Grünen, da habe ich das Gefühl, das, was Sie vor Jahrzehnten mit Mut begonnen haben, davor, Sie haben jetzt Angst vor Ihrem ehemaligen Mut, weil Sie mit der Digitalisierung nicht so ganz klarkommen. Das ist jetzt überspitzt. Geschäftsmodell, nur ganz kurz. Ich habe mal zu dem Bereich gearbeitet und bin auf Projekte gestoßen. MIT hat ein Projekt, wo Müll getaggt wird mit RFID und wo Müll quasi vernetzt wird und da eine Ökologik reingebracht werden kann. Ich bin auf Cradle to Cradle, Baumgart ist einer der Vorantreibenden gestoßen. Wie weit er das digital sieht, weiß ich nicht. Also ich habe das digital weitergedacht und meine Konsequenz war, 100%ige Ökologik, die nicht so elitär ist, wie sie jetzt ist, weil sie teuer ist, entsteht wirklich nur durch 100%ige Transparenz, das heißt aber auch 100%ige Gläsernheit. Das heißt, dieses MIT-Projekt mit dem Müll macht deutlich, dass es wirklich bis in molekulare Ebene hinein in Zukunft eine ID-Vernetzung gibt, das ist also transparenter geht's quasi gar nicht mehr. Und das ist ein systemischer Ansatz, wie diese Transparenz in Zukunft sein wird. Das braucht natürlich Basistechnologien wie RFID, das braucht Mobilität und so weiter. Also nur ein paar Stichworte, das kann man jetzt nicht mehr alles zusammenfügen. Aber das ist was, wo ich finde, da müsste man weiterdenken und da müssten eigentlich auch die Grünen weiterdenken, um das zu Ende zu machen, was sie so toll begonnen haben vor Jahrzehnten. Sehr schönes Beispiel nochmal, jahrelang drüber nachgedacht, wie macht man das mit Schnittblumen zum Beispiel, ein Produkt, was nicht durchgängig verpackt ist, aber wo es auch wirklich sehr spannend wäre, den Werdegang und die Herkunft nachvollziehen zu können. Also ich würde das jetzt nochmal als Aufforderung an alle begreifen, wenn wir wollen, dass das in diese Richtung sich weiterentwickelt, dann muss man sich auch dafür einsetzen. Ich finde es sehr spannend, dass wir hier praktisch den Rundumzyklus geschafft haben. Das heißt, bei einem sehr politischen Thema wieder gelandet sind, bei der Partizipation, wo wir auch heute Morgen angefangen haben, da wir weit über der Zeit sind und ich das eigentlich schon ganz toll als Schlusswort
fand, was jeweils von den Panelisten zuletzt gesagt wurde, würde ich das auch gerne so stehen lassen und möchte mich ganz herzlich bedanken bei Jens und bei Ulf für die Diskussion, bei Ihnen auch fürs Mitmachen und Mitdiskutieren. Vielleicht noch eine Bewertung. Dankeschön. Das war jetzt, wie zu Beginn angekündigt, die vierte und letzte Panel-Diskussion. Es folgt aber, und jetzt nur noch in 5 Minuten, das heißt, Sie haben noch mal ganz schnell die Gelegenheit, sich etwas zu trinken zu holen und dann wieder hier zu sein, die Abschlussdiskussion. Und zwar geht es da noch mal in einem Kamingespräch sozusagen, also in einem Interview, über Vertrauen und Transparenz in privaten Beziehungen. Das Gespräch wird geführt von Heinrich-Böll-Stiftung-Vertreter Michael Stonjenko und zwar mit Frau Dr. Wiebke Nebenrich, die von eDarling kommt. Also ich glaube, das wird auch noch mal eine sehr spannende Facette des Themas, was wir heute sehr vielfältig schon gesprochen haben. Vielen Dank an Sie alle und noch einen schönen Abend. Applaus